Ich darf laufen. Yay. Und das. Und das. Und im Gegensatz zu Sonic und Silver muss er Energie sammeln. Ja, stimmt, das hängt die Scheiße an. Ich meine, ich weiß, wo etwa die Dinger noch sind. Okay, kämpfe ich offen für das Emblem, aber das ist kein Schlüssel. Weiter suchen. Ich bin aber auch glücklich mit diesen Emblemen. Was bist du denn für einer? Meine Güte. Hat das Ding mich gerade gespindasht? Ein Glück, dass sie wirklich an jeder Oberfläche klettern kann. Hier in Kingdom Valley zumindest. Einer putt, der andere gleich mit. Perfekt. Ich muss trotzdem ziemlich blind nach diesen dummen Spiegeln, nach diesen dummen Schlüsseln zu. Bewegung. Bring. Okay, es hat einen guten Explosionsradius. Ich muss gar nicht so nah ran. Gitter. Erster Schlüssel. Der erste. Ah, Mist, der hat ja auch diesen Ego-Perspektiven-Modus. Da fliegt ein One. Nee, das ist nur ein Paket. Na, klettern wir erstmal in die Höhe. Das kann man ja Gott sagen, so schön mit ihr. Ich fühle mich wie Spyro in Clifftown. Ich komme überall hin. Das ist auch ein Schlüssel. Boot, meins. Au, Heiliger. Rouge kann auch nicht schwimmen, also... Hab doch einige weggefickt damit. Jetzt zum Teufel, ich muss noch den letzten finden. Wir haben kein Radar oder irgendwas in der Art, um uns zu helfen. Außer Rouges Fähigkeiten halt. Ja, vielleicht eine Holzplattform. Auch nicht.
Okay, weiche fahren nicht schon. Geh mal hier. Ich meine, ja, hier ist einer. Meine Fresse. Wisst ihr, ich glaube, zu der Zeit, wo dieses Spiel rauskam, gab es schon Sonic Battle. Haben sie da was nicht übernommen? Okay, wir haben diesen Sprung schon wieder gemacht. Das hat sie beim letzten Mal schon so heftig hochkatapultiert. Wow. Gut, ich muss jetzt hier mitfahren. Und dabei aufpassen, dass diese Säule nicht auf mich einstürzt. Das Problem ist, die Kamera zeigt einem so fast gar nicht, wo man lang muss. Ah, jetzt weiß ich auch, warum die einstürzen, wenn man drauf schießt. Mit dem Ding, das sowieso nicht treffen kann. So, da hinten stürzt sie ein. Man muss mit dem Repetiergewehr, das dieses komische Ding hat, nur mal kurz was treffen. Das reicht schon aus. Und so ganz so bescheuert bin ich ja nicht. Manchmal stürzen sie auch von selber ein. Hier ist nichts in der Nähe, also volle Kanne. Ich bin schon 10-mal besser als beim ersten Versuch, wo der Dino hier war. Kann ich den jetzt verlassen, ja. Einmal normal spielen. Oh, was? Das war jetzt sehr scheiße. Zwar nicht von mir, einfach weg gewesen. So, alle auf einmal. Oh, Vogel. Piepmatz. Kriegt er mich nur ein Stückchen weiter oder gleich drin? Nee, ja, wahrscheinlich in den nächsten Teil des Levels. Haha. Lalala. Gott sei Dank ist die Hummel-Attack so lang. So. 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 Länger. Wo es ist, lang ist es manchmal auch ein Fluch. Wenn man dann viel zu nah dran ist, kann man nicht gescheit stoppen. Boah, dieses Draufrügen bringt auch nichts. Bei dem nicht. Aha. Ja, Quantität ist nicht gleich Qualität. Schön. So macht ein Level mehr Spaß. Moment mal. Die Treppe nicht angeschützt, kann ich da. Oh, shit! Fuck! Okay, ich gehe da nicht nochmal lang. Shadow. Wo hast du hingezielt? Wo hast du hingezielt? Das Ding war in Reichweite, das wusstest du genau. Dummes Scheißding. Ja, nix da, Laser. Sitzt ja schon wieder. Wie sieht den Falschen an? Der hat eine Menge aus.
Naja, so kann man Shadow ruhig halten. Leben einsacken. Und nur weg hier. Und einfach gerade auslaufen. Ist schon der Trick hier. Ja. Jetzt hier raus hier. Aber tut er nicht weh, mit dem Kopf in so eine Glasscheibe zu landen? Ich meine ja nur. Noch muss ich nichts tun. Hab ja Ding, ich gleich in die richtige Richtung katapultieren kann. Wow. Lalalala. Ganz blind bin ich ja doch nicht. Super, ich bin verwundbar währenddessen. Die Sicherheit sollte eigentlich die Hungry Attack direkt an den nächsten Gegner bringen. Wo steht der? Es zieht mir langsam Energie, aber nur langsam. Im Ernst, mit dieser Fähigkeit sollte Shadow eigentlich den nächsten Gegner sofort angreifen. Naja. Aber den Schalter zurück und dann Gegner übersehen. Gegner übersehen. Uiuiui. Nein! Ah, die sind zu schnell. Man fällt hier so verdammt schnell runter. Ich brauche kein Leben mehr einzusammeln. Na egal, Türchen geht los. Juhu. Zack. Boah, jetzt habe ich ihm das richtig Schaden gemacht. Kopf an. Ah, gegen die Wand gefahren. Ich meine aber auch nicht. Da komme ich her. Hier muss ich lang. Langsam in die richtige Richtung geht. Wunderbar, wir sind fast am Ziel. Sieht ja totschick aus, ne? Aber... ist das nicht irgendwie das zweite Mal, dass er es heute sagt? Okay, es ist ein leicht hektischer Kampfstil mit ihm. Da ist noch was. Das ist nicht euer Ernst. Nein! 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 Was soll das? Was soll das? Was macht dieses Spiel da? Da! Ey, jetzt habe ich so viele Leben wie die hier verbrannt. Ne? Wenn dann kommt, ich hab's dir ja gesagt, Sonic-Spiele sind scheiße. Ne? Halt's Maul. Es ist eins der wenigen Sonic-Spiele, die wirklich scheiße sind. Wo ist er? Noch einer. Aha. Ja, ja. Nimm die Homing Attack bloß nicht, dummes Ding. So.
Sehr gut, Rouge. Ja, da will ich auch hin. Denn da findet eine der wichtigsten Cutscenes im Spiel statt. Um genau zu sein, hier passiert fast der ganze Plot. Der Ding ist ja schwächer als der Rot. Gut. Ich nehme jetzt keinen Bumper mehr, sondern laufe einfach ins verdammte Ziel. Yes. Guess that was all right.